Ja, moin. Vielen Dank für das zahlreiche Erscheinen. Mein Name ist Michael Grunberg. Ich bin wissenschaftlicher Mitarbeiter am Kieler Institut für Agrarökonomie und von Hause aus Politikwissenschaftler und Agrarökonom. Sprich, ich habe keinen technischen Hintergrund und werde jetzt aus der Anwendersicht ein paar Sachen zum Thema freie Software für Forschung und Studium erzählen. Das so als kurzen Background vorweggeschickt. Warum sollten wir überhaupt freie Software einsetzen in der Wissenschaft? Da gibt es so zwei Ebenen an Gründen, die ich in der Literatur gefunden habe, so wie man das halt macht bei so einem Vortrag. Man bereitet sich im intensiven Literaturstudium vor und das eine sind systemische Gründe. Ja, da haben wir eben das Problem, dass wir bei Closed-Source-Software, das hat man schon 2000 festgestellt, so ein paar Probleme hinsichtlich der Überprüfbarkeit von Ergebnissen und Datenanalysen haben könnte, was an dem ganzen Forschungsprozess jetzt nicht gerade zuträglich ist. Gleichzeitig haben wir den unschlagbaren Vorteil von freier Software, dass offene Formate den Austausch erleichtern. Das gilt einmal für Dokumente. Wer schon mal irgendwie ein Word-Dokument von jemand anderem bekommen hat, der eine etwas ältere Word-Version hat als man selber, weiß vielleicht, wie schön Formen in das ganze Layout zerschießen können oder wenn man eine Grafik einfügt. Bei offenen Formaten hat man diese Inkompatibilitäten, habe ich festgestellt, nicht ganz so stark. Das ist schon mal ein Vorteil. Und auch im Bereich von Datensätzen haben wir den Vorteil, dass wenn es offene Formate sind, wir diese leichter mit Kooperationspartnern an anderen Universitäten, an anderen Forschungseinrichtungen austauschen können. Auch für einen selber ist es immer ein bisschen interessant, wenn man jetzt zum Beispiel Starter, das ist so ein Platzhirsch in der Ökonomie, sage ich gleich noch was dazu, zur Datenanalyse, wenn man da eine ältere Starter-Version hat und man hat einen Datensatz aus einer neueren Starter-Version, dann hat einem das Programm auch gerne mal gesagt, ist nicht, den Datensatz kann ich jetzt gerade nicht einlesen und dann steht man da. Dritter Punkt, wir können Software auf die Bedürfnisse von Forschungseinrichtungen anpassen, wenn wir denn das Know-how an der Uni oder an dem Forschungsinstitut haben. Das heißt, wenn eine Software nicht das liefert, was wir brauchen oder irgendwie noch ein kleiner Teil fehlt, können wir uns die theoretisch anpassen, Klammer auf, lassen, Klammer zu. Und dann, ist ja schon gesagt, Institut für Agrarökonomie, das heißt so eine kleine ökonomische Komponente. Wenn wir die Software einsetzen, die ich jetzt gleich im Folgenden nachher mal so ein bisschen vorstellen werde, dann sparen wir in der Regel Lizenzgebühren, die wir jetzt gerade für Microsoft Office und Citavi ausgeben. Dieses Geld wiederum kann man in ganz anderen Bereichen einsetzen oder eben für den Support der Endnutzer einsetzen. Dann gibt es noch individuelle Gründe für den einzelnen Wissenschaftler oder für Studenten. Das eine ist einmal Datenschutz oder Datensouveränität. Bei Open-Source-Software ist die Wahrscheinlichkeit recht gering, dass die Daten, die ich so mit meiner Software bearbeite oder meine persönlichen Daten, irgendwohin auf irgendwelche Server transferiert werden im Hintergrund, auf denen ich sie nicht haben möchte. Stichwort Cloud. Wir haben keine Login-Effekte. Das bedeutet, wenn das Studium irgendwann mal vorbei ist und die, wir haben es vorhin ja schon mal kurz angesprochen, ach so günstige Microsoft-Lizenz von der Uni wegfällt und dann kostet es plötzlich ein bisschen mehr, dann steht man auch erstmal da und fragt sich, möchte ich das jetzt ausgeben, wenn ich jetzt schon während des Studiums damit angefangen habe, freie Software zu benutzen, habe ich das Problem in der Regel nicht. Das gilt auch für eine Tätigkeit, wenn man jetzt eine Uni wechselt als wissenschaftlicher Mitarbeiter, dann ist mir egal, welche Software die Leute da vom Rechenzentrum bereitstellen, geschlossene Software. Ich kann mit meinen Sachen einfach weiterarbeiten. Auch hier wieder Anpassbarkeit, wenn mir persönlich irgendwelche Sachen fehlen und ich das Know-how habe oder Leute kenne, die das Know-how haben, kann ich die Software eben auch anpassen oder anpassen lassen. Und dann auch hier wieder ökonomische Komponente. Erstmal ist die Software in der Regel kostenlos, das heißt, ich spare hier Geld. Bevor wir uns der Software widmen, habe ich jetzt mal aufgeschrieben, wie sieht so ein Forschungsprozess aus? Eine kleine Vorwegnahme, das ist jetzt so, wie ich als Sozialwissenschaftler meine Forschungsprozesse habe. Mir ist bewusst, die Rechtswissenschaften, die sammeln keine Daten, meistens nicht. Philosophen auch eher weniger. Bei Physikern weiß ich nicht, was sie machen. Aber das ist jetzt mal so die Brille, die wir oder die ich da aufhabe. Typischerweise haben wir eine erste Phase mit drei Schritten. Das erste ist eine Ideenfindung und Problemdefinition. Bedeutet, ich habe eine Idee, wo es eine Forschungslücke gibt oder geben könnte oder ein Thema, das gerade sehr aktuell ist. Jetzt auf die Agrarpolitik geguckt, wo ich herkomme, hatten wir dann im Januar die Bauernproteste. Das ist aus agrarpolitikwissenschaftlicher Sicht dann auch mal eine ganz spannende Geschichte. Also Proteste aus dem Agrarbereich. Gibt es auch noch nicht so schrecklich viel Forschung zu.
Zweiter Schritt ist dann Literaturrecherche. Also wenn ich weiß, was ich beforschen möchte, vielleicht auch schon so eine Frage im Kopf habe, dann gucke ich erstmal, was haben denn andere dazu oder zu verwandten Themen schon gemacht? Was ist unser Wissensstand, ne, der Bestand an Forschungsergebnissen, den wir haben? Im Idealfall stelle ich fest, prima, ich habe wirklich eine Lücke gefunden im ersten Schritt und dann fange ich an zu planen und zu konzipieren. Ich überlege mir, was brauche ich für Daten, wie erhebe ich die, wie werte ich die aus, welche Methoden brauche ich, etc. pp. Das ist die erste Phase. Und auch für die Phase brauche ich Software. Zweite Phase, die Generation, also Wissen generieren, das ist dann so das Kerngeschäft und ja, ungefähr 80% meiner Arbeitszeit in so einem Projekt. Es fängt an damit, dass ich Daten erhebe, typischerweise in unserem Fall Befragungen oder ich ziehe mir Daten von statistischen Landesämtern oder vom Bundesamt, wer auch immer die entsprechenden Daten, die ich brauche, bereitstellt. Und wenn ich die Daten einmal habe und im Idealfall auch in für mich lesbare Formate übertragen habe, kann ich anfangen, sie auszuwerten. Das ist der fünfte Schritt, die Datenanalyse. So. Habe ich das gemacht und zufriedenstellende Ergebnisse oder überhaupt Ergebnisse gefunden, muss man sagen, dann möchte ich dieses Wissen auch gerne teilen. Das fängt auch typischerweise damit an, dass man auf Konferenzen hausieren geht und seine Ergebnisse präsentieren möchte. Und wenn man dann Feedback zu den Ergebnissen gesammelt hat, schreibt man am Ende des Tages eine Publikation, für Studenten gilt. Irgendwann möchte man mal eine Hausarbeit schreiben oder muss man eine Hausarbeit schreiben. Und spätestens zum Abschluss des Bachelors steht eine Bachelorarbeit an. Also das ist dann so in der Regel die erste Publikation, die es zu schreiben gilt. So, das sind jetzt so 7 Schritte. Und für jeden dieser Schritte gibt es einige proprietäre und kommerzielle Platzhirsche oder Programme, die so in der Regel von den Leuten benutzt werden. Wir haben hier in der ersten Phase OneNote und Evernote, um Notizen und Ideen zu sammeln, um auch vielleicht erste Konzeptpapiere zu schreiben. Also kann dann ja irgendwann aus so einer OneNote-Seite auch mal irgendwie einen Fließtext generieren, den in Word überführen. Dafür haben wir dann eben diese Notizprogramme in der Regel. Und im Bereich Literaturverwaltung haben wir Citavi, Mendeley und EndNote. Die Uni Kiel zum Beispiel hat Citavi-Lizenzen im Angebot für die Mitglieder der Uni, also Studenten und wissenschaftliche Mitarbeiter. Ich selbst hab im Studium, im Bachelorstudium, auch komplett nur Citavi benutzt. Naja, gab es von der Uni eben erstmal kostenlos in der Vollversion. Und das sind eben ja, die Platzhirsche, die eigentlich jeder irgendwie, wenn ich Studenten frage, welche Literaturverwaltung setzen sie ein, dann heißt es meistens Citavi. Ich habe noch nie jemanden erlebt, der Zotero oder sowas gesagt hätte. Beim Thema Wissen generieren haben wir, ich habe es vorhin schon mal angesprochen, Starter. Das ist in der Politikwissenschaft und Ökonomie ein sehr beliebtes Programm, warum auch immer, um Datensätze auszuwerten. Eine Limitierung hier kann man auch gerne sagen, man kann einen Datensatz zur Zeit bearbeiten. Sprich, man macht Starter auf und hat einen Datensatz und an dem darf man sich dann austoben. Das ist auf Dauer auch etwas unbefriedigend. Dann gibt es noch SAS. Ich habe persönlich noch nie jemanden getroffen, der es einsetzt, aber man findet immer mal wieder Lizenzen dazu. Genau, und dann gibt es noch SPSS, nutzen zum Beispiel Kolleginnen, die ihr Büro neben mir haben, ganz gerne, da klickt man eigentlich nur, also ein Starter muss man in der Regel nur so ein paar kleinere Skripte schreiben, damit das wirklich läuft, bei SPSS kann man sich komplett durchklicken. Und dann gibt es für die Leute, die qualitative Sozialforschung machen oder in der Rechtswissenschaft irgendwie mit sehr viel Texten arbeiten oder in der Philosophie, MaxQDA, das ist eine Software, eine kommerzielle für qualitative Datenanalyse. Für die dritte Phase, das Wissen zu teilen, sind eigentlich so Standardwerkzeuge, Microsoft Office und Google Docs. Ich glaube, den wenigsten hier muss ich sagen, was die Programme können oder nicht können. Genau, also das sind eigentlich so die typischen Programme, Word und PowerPoint, die einem da, die einen da durch den ja, Studentenalltag bringen. Gehen wir in die erste Phase mal rein. Also wie kann ich denn jetzt mich von diesen Platzhirschen so ein bisschen lösen? Welche Alternativen habe ich, wenn ich möglichst auf freie Software setzen möchte. Dann fange ich mal mit den Notiz-Apps an. Da habe ich jetzt auch nur mal eine mitgebracht, das ist Zettel. Die habe ich jetzt ausgesucht, nicht weil man sie so komisch aussprechen muss, sondern oder ausspricht, sondern weil ich sie halt persönlich nutze und so ein bisschen Erfahrung damit habe. Ist eine Alternative zu OneNote, basiert auf Markdown. Das sieht man, also wer schon mal irgendwie Markdown in der Hand gehabt hat, vielleicht an der Syntax. Und das ist jetzt tatsächlich ein Screenshot aus einem meiner Projekte, an dem ich arbeite. Und die Idee dieser ganzen Software ist, dass wir von der Ideenfindung, also dieser ersten Phase, in der wir uns gerade befinden, zu einer fertigen
veröffentlichbaren Publikationen kommen und das alles in einer App. Das ist der hehre Anspruch. Wir können dafür in dieser App auch LaTeX-Formeln benutzen. Das finde ich persönlich immer ganz nett, wenn man sich in der Konzeptionsphase schon mal so ein paar, also ganz ohne Mathematik und Formeln kommt man dann in der Ökonomie dann ja doch nicht aus, dass man sich die schon mal aufschreiben kann und später nur noch in die LaTeX, komme ich nachher noch zu, Dokumente reinkopieren kann. Die Software unterstützt Zitationen in diesen zwei Formaten, BibTeX, ich habe eben schon mal jemanden nicken sehen, als ich LaTeX erwähnt habe. Genau, dann ist BibTeX wahrscheinlich auch ein Begriff und ja, wer nicht BibTeX nutzt, der kann CSL-JSON benutzen. Da habe ich persönlich keine Ahnung, wie das Format aussieht, aber das wird eben auch unterstützt von dieser App und von Zotero. Zu Zotero kommen wir gleich. Wenn ich aus meinen Notizen ein Dokument gemacht habe, dann steht der Publikationsprozess an, das heißt, ich möchte das bei einem Journal einreichen, dann muss ich es irgendwie in ein Word-Format exportieren, weil die meisten ökonomischen und sozialwissenschaftlichen Journals entweder auf ein DocX-Dokument bestehen oder mit ganz viel Augenzudrücken LaTeX unterstützen. Das heißt, ich brauche das, was ich hier aufgeschrieben habe, irgendwann in diesen beiden Formaten oder ich möchte es für mich vielleicht auch einfach erstmal als PDF haben, dann kann ich es natürlich auch als PDF exportieren. Das geht alles aus diesem Programm raus. Ich muss nicht irgendwie extern was drüber laufen lassen, sondern das geht alles per Mausklick. Wer sich jetzt für den detaillierten Workflow interessiert, wie ich wirklich von der Notiz zur Publikation komme, dem sei dann noch dieser Artikel von dem Autor der Software ans Herz gelegt. Also die Literatur gibt es nachher auf den hinteren Folien. Ist das direkt eine Frage? Oder? Ja. Dann. Du listest oben als erste Zeile eine URL. Ist das die Download-Adresse oder ist das ein tatsächlicher Web-App, sprich ein Online-Dienst, den du nicht mehr lokal nutzen kannst? Genau, das hätte ich vorweg sagen sollen. Also diese schicken URLs sind immer die Projektseiten oder Download-Seiten, wo ich die Software finde. Das ist quasi die Serviceleistung, die ich hier heute mitgebracht habe. Es ist keine Web-App. Nein, nein, das ist eine lokal installierbare App per Debian-Paket, per TAR-Archiv und bei Mac habe ich keine Ahnung, wie die das installieren. Genau. Genau. Beispiel-Workflow gibt es in der Literatur. Literatur gibt es am Ende meiner Folien. Literatur ist das Stichwort. Und auch die Literaturliste für diese Präsentation habe ich mit Zotero erstellt. Das ist eigentlich so die Alternative, wenn mich jemand fragt, womit könnte ich Zitat wie Evernote oder Evernote ersetzen, dann würde ich sagen, nimm Zotero. Das kann ich wunderbar in Word und LibreOffice durch Plugins integrieren. Das heißt, die jeweilige Schreibsoftware wird verbunden mit meiner Literaturdatenbank. Das hier ist auch wieder so ein Real-World-Beispiel, das ich mitgebracht habe aus einem meiner Projekte. Und ich kann dann eben Word oder LibreOffice Writer mit der Software verbinden, kann dann in Writer nach bestimmten Zitationen suchen, dann wird mir das vorgeschlagen. Max Müller 2012, politische Einstellungen oder was auch immer. Ich kann per Mausklick ein Zitat an der entsprechenden Stelle einfügen, wo ich es haben möchte und dann wird automatisch im Hintergrund schon mal die Literaturliste gebaut. Das ist übrigens bei Citavi ein bisschen komplexer. Das baut, soweit ich weiß, nicht hinten die Literaturliste automatisch, sondern man muss dann einmal zum Formatieren nachher, wenn man fertig geschrieben hat, Citavi über das Word-Dokument rüberjagen. Also auch hier ist der Arbeitsfluss sogar ein bisschen leichter als bei dem kommerziellen Platzhirsch. Ich habe die Möglichkeit, meine Bibliothek in verschiedenen Sammlungen zu organisieren. Also ich unterscheide das zum Beispiel nach Lobbyismus, Forschung, Parteien, Wahlverhalten, was auch immer, wenn ich als Politikwissenschaftler drauf gucke. Das kann ich halten, wie ich lustig. Ich bin auch in verschiedensten Untersammlungsebenen. Wir haben das jetzt meistens nicht so sehr ausgereizt. Also hier ist meistens so in der zweiten, dritten Ebene Schluss. Was ich noch dazu sagen kann, ich kann auch mit anderen zusammenarbeiten. Das steht jetzt nicht explizit als Bullet Point hier drauf, aber ich kann über, und das ist dann online, das ist dann eine Web-App, meine Sammlung oder eine Sammlung online anlegen und dann mich mit Zotero dort einloggen. Das können dann meine Kollegen auch machen und dann bearbeiten wir die gleiche Literaturdatenbank. Da ist dann so ein bisschen das Problem, dass die Daten auf dem Zotero-Server liegen. Das muss man halt einfach dazu sagen. Ich kann das also meines Wissens nach nicht auf einen eigenen Server legen. Ich habe die Unterstützung für diverse Zitationsziele, also jede Fachdisziplin, jedes Journal, jede Teildisziplin, die haben dann ja manchmal so ihre eigenen Befindlichkeiten. Die einen hätten gerne Fußnotenzitationen, die anderen hätten gerne Harvard oder Chicago, wiederum andere arbeiten mit diesen komischen eckigen Klammern und der Nummer. Kommt, glaube ich, aus den Naturwissenschaften. Die meisten Stile, die man so braucht, werden von dieser Software unterstützt. Und es gibt sogar einen Editor, mit dem ich noch
Zitationsstile anpassen kann. Jetzt, wer schon mal Literatur zusammengestellt hat, der wird festgestellt haben, dass es extrem ermüdend ist, sich so PDFs runterzuladen und dann sowas wie Autornamen, Titel, Journal, Seitenzahl, Datum, den ganzen Quatsch per Hand abzuschreiben oder zu copy-pasten. Und das Schöne ist, wenn ich eine DOI-Nummer habe, also diese Identifikationsnummern für Publikationen oder Datensätze, dann kann ich die in so einen Assistenten eingeben und dann werden mir die Metadaten aus dem Netz runtergeladen. Und dann muss ich eigentlich nur noch überprüfen, stimmt das auch, was da steht. Also ich muss meistens immer so ein bisschen bei Volume und Number des Journals nachjustieren. Da bringt er manchmal ein paar Sachen durcheinander, je nachdem, wie gut eingepflegt diese Metadaten bei DOI sind. Ich kann das auch mit ISBN-Nummern machen oder mit Archive-IDs. Genau, und dann habe ich am Ende des Tages eine sehr schicke Literaturdatenbank. Wer mit LaTeX arbeitet, der arbeitet dann auch irgendwann gezwungenermaßen mit BibTeX. Und somit ist dann die Alternative unserer Wahl, und das ist auch das, was wir bei uns in der Abteilung einsetzen, JabRef. JabRef ist eine grafische Oberfläche für BibTeX-Dateien, also für diejenigen, die BibTeX jetzt das erste Mal hören, man muss sich das vorstellen, wir haben eine, je nach Projekt, recht große Textdatei und da sind Literatureinträge mit einem eindeutigen Key hinterlegt und dann halt mit einer Menge BibTeX-Quelltext, ich kann es jetzt nicht anders ausdrücken. Und um das alles ein bisschen schöner bedienbar zu machen, gibt es eben JabRef, das von Forschern für Forscher entwickelt worden ist. Und die dementsprechend dann auch wissen, was wir so im Alltag brauchen. Und auch hier habe ich die Möglichkeit, wenn ich eine ISBN-Nummer habe oder eine DOI-Nummer, diese einfach in so einen Assistenten einzugeben. Und dann, auch hier wieder, werden automatisch die Metadaten runtergeladen und es wird automatisch ein neuer Eintrag in der Datei angelegt. Hier muss man dann ein bisschen anders nachjustieren, weil häufig werden die Dinge einfach als Journal-Artikel eingepflegt. Und wenn ich jetzt aber eine Monographie vorlegen habe oder ein Working Paper oder irgendwas anderes, was jetzt kein Journal-Artikel ist, dann muss ich den Artikel, also diesen Dokumententyp einfach nochmal ändern. Das ist jetzt aber auch kein Hexenwerk, das ist ein recht einfacher Mausklick. Auch die Software lässt sich integrieren in LibreOffice und Word. Also jetzt muss ich ganz persönlich sagen, da habe ich nie die Veranlassung für gehabt, weil wenn ich mit LibreOffice arbeite, dann nehme ich Zotero. Wenn ich mit LaTeX arbeite, was ich 70% der Zeit mache, dann nehme ich JabRef. So, das muss man aber nicht so halten. Man kann auch sagen, ich brauche jetzt eine Software für alles und dann kann ich diese Software eben auch mit LibreOffice Writer verbinden und die Zitationen dort einfügen. Das wäre so die Software, die ich aus eigenem Erleben durch Recherchen zusammengetragen habe für diese erste Phase der Ideenfindung und Konzipierung. Und dann ist die Frage, jetzt haben wir, wie wir Notizen machen können, wir wissen, wie wir Literatur verwalten können, aber wie können wir denn jetzt eigentlich Wissen generieren, so wie ich das vorhin skizziert habe, Daten erheben und Daten auswerten. Und zur Auswertung, das ist so, 80% meiner Zeit schaue ich eigentlich im Moment immer, wenn ich in einem Projekt arbeite, mit Datenanalysen zu tun habe, auf R und R Studio. Ich glaube, gestern gab es dazu auch irgendwie einen kleinen Vortrag im Rahmen des Linux Presentation Days. Und ich habe hier ein Duo mitgebracht. Also R ist die Sprache und wer schon mal die R-GUI aufgemacht hat, der hat sie dann so wie ich beim ersten Kontakt, glaube ich, auch gleich wieder zugemacht, weil das sieht wirklich nicht schön aus. Man hat eigentlich nur eine Konsole und auf der soll man dann loslegen. Deswegen ist mein Weg, das zu machen, immer gleich RStudio danach zu installieren, nachdem ich R installiert habe. Das ist dann eben diese hübsche grafische Oberfläche, mit der auch die meisten zurechtkommen, die vorher mit Starter gearbeitet haben oder SAS. Genau, damit habe ich schon gesagt, zu was es eine Alternative ist. Es ist ein umfangreiches Ökosystem zur Datenanalyse. Das heißt, wir haben über 21.000 Pakete, die in den offiziellen Repositories liegen. Und wer das aus irgendwelchen Gründen nicht in die offiziellen Repositories einpflegt, was er so als Paket entwickelt hat, der stellt es dann meistens bei GitHub online. Also ich kann dann auch aus GitHub heraus Pakete installieren. Da kommen also noch mal ein paar dazu, zu den 21.000. So. Und das Schöne ist, durch dieses große Ökosystem kann ich damit auch Analysen machen, die ich mit Starter zum Beispiel nicht kann. Ja, also es geht um Entscheidungsmodelle bei uns relativ häufig. Und da gibt es Modelltypen oder Schätztypen, die werden von Starter einfach nicht unterstützt, in R mittlerweile aber schon. Das liegt ein bisschen daran, dass es mittlerweile immer mehr der Standard in den Sozialwissenschaften geworden ist. Jetzt kommt gerade Python so ein bisschen mehr nach oben, gerade im Bereich der Ökonomie sehe ich da immer mehr die
auf Python setzen, aber in den Sozialwissenschaften, Soziologie, Politikwissenschaft, Marktforschung, weiß ich mal nicht, die sind immer noch sehr SPSS-lastig. Da haben wir auf jeden Fall mittlerweile als quasi Standard. Zur Reproduzierbarkeit kann ich hier ganz wunderbar Skripte schreiben, wie man das in Python auch kann, wie man es in Starter auch kann, das muss man dazu sagen. Und was ich wirklich sehr genial finde, ist R Markdown. Das ist eine Möglichkeit, wenn man jetzt mal so eine Ad-Hoc-Analyse machen möchte, wie zum Beispiel, ich habe mehrere Datensätze zur ländlichen Entwicklung mir vom Statistischen Bundesamt besorgt und jetzt will ich einen Überblick haben, wo gibt es fehlende Zeitreihen für bestimmte Variablen, und wenn ich sowas dann gleich mit so ein bisschen Notizen und Inhalt unterfüttern will, dann kann ich R Markdown benutzen. Das ermöglicht mir, Dokumente zu schreiben, in die ich auch R-Code einbetten kann und dann die Plots und Auswertungen direkt in so ein Dokument bekomme. Für Leute, die in der Lehre tätig sind, so wie ich, ist es eine tolle Möglichkeit, wenn man dann mal wieder im Semester anfängt und sagt, oh, ich muss jetzt einen ganzen Kurs irgendwie wieder R beibringen. Die Lernkurve ist eher steil, das muss man immer dazu sagen. Dann ist es eine fantastische Möglichkeit, Code zu dokumentieren und dann so Einsteiger-Tutorials zu schreiben. Also die ersten 3-4 Sitzungen liefere ich immer in R Markdown aus, sodass dann die Studenten und die Teilnehmer der Kurse einfach nochmal in Ruhe nachlesen können, was ich denen denn gerade gezeigt habe. Und das macht mit R Markdown dann auch mehr Spaß, als jetzt Code zu kommentieren, weil ich eben auch Formeln einfügen kann und alles andere, was ich mit Markdown generell so treiben kann. Dann, habe ich auch schon angesprochen, gibt es auch noch Python, das ebenfalls mittlerweile ein recht umfangreiches Datenanalyse-Ökosystem mitbringt. Zu nennen sind hier vor allen Dingen Pakete wie Pandas, NumPy, Scikit-Learn. Und wo es mir sehr häufig begegnet und wo ich selber auch schon eingesetzt habe, weil es da so einen kleinen Vorteil gegenüber R hat, das sind unstrukturierte Daten, also zum Beispiel Texte. Also wenn ich Kommunikationsinhalte mir anschauen möchte oder für die Leute, die hier vielleicht irgendwie in Marktforschung tätig sind, Marketing, wäre das Amazon-Rezensionen, ja, wenn ich die auswerten möchte, dann sind die meisten Tutorials, die man findet, wenn man einfach mal googelt, wie geht das eigentlich, die basieren auf Python und die meisten Lösungen dafür gibt es eigentlich für Python. Also da gibt es dann auch, glaube ich, in dieser Bibliothek schon einige Pakete, die einem erlauben, diese Textdaten irgendwie verarbeitbar zu machen. Auch hier gibt es die Möglichkeit, Dokumente mit ausführbarem Code zu schreiben. Das ist dann der Screenshot, den ich hier produziert habe. Das sind irgendwelche Fake-Daten, die ich generiert habe. Wie gesagt, ich persönlich setze jetzt nicht täglich Python ein. Aber auch hier kann ich eben dokumentieren, was ich gemacht habe und erklären, was ich da mache. Und ich kann auch die Plots direkt in so ein Dokument einbinden lassen. Wenn ich das nicht brauche, weil ich sage, nee, ich arbeite eigentlich nur skriptbasiert, ich muss es nicht groß dokumentieren oder möchte jetzt keine langen Romane schreiben, dann kann ich auf Spider setzen. Das ist eine Python-IDE, die eigentlich wirklich so auf Datenanalysezwecke zugeschnitten ist. Ja, also die hat ähnlich wie RStudio, was ich eben gezeigt habe, auch einen Bereich, wo man sich Datensätze anzeigen lassen kann, wo man die Dateien im Arbeitsverzeichnis sieht. Das bringt Spider eben auch mit. Und wer jetzt partout sich weigert, eine Skriptsprache zu lernen, weil möchte er nicht, ist nicht sein Ding, oder er muss nur hin und wieder mal ein paar Mittelwerte oder einfache Regressionen rechnen, für den gibt es dann noch PSPP. Das ist die Alternative zu SPSS, also man war sehr kreativ in der Namensfindung und das ist Teil des GNU-Projekts. Und da kann ich eben das meiste machen, was ich auch in SPSS machen kann. So, und das ist auch schon alles, was ich dazu sagen kann, weil ich das tatsächlich das letzte Mal geöffnet habe, um diesen Screenshot zu machen, weil ich das persönlich selber für meine Arbeit nicht brauche. Aber wer denn jetzt von SPSS herkommt und sagt, nee, ist ein bisschen zu teuer nachher so als Privatanwender, dem sei dann vielleicht mal PSPP ans Herz gelegt. Und dann habe ich vorhin von qualitativer Forschung und Datenanalyse gesprochen. Da gibt es dann noch Target, das habe ich jetzt hoffentlich richtig ausgesprochen. Das ist eine Alternative zu MaxQDA, ist nicht ganz so mächtig, also MaxQDA hat Häufigkeitsanalysen und alles drum und dran, das hat diese Software nicht. Es ist im Prinzip eine Web-Oberfläche, das heißt, man installiert diese Software über Python oder über ein Docker-Image und kann dann per Localhost und einer bestimmten Portnummer, die ich jetzt nicht auswendig weiß, sich im Browser so eine Oberfläche aufmachen. Man kann PDF-Dateien, Word-Dokumente, normale Textdateien, HTML, Open Document und RTF-Formate einlesen. Das sind auch typischerweise die Formate, in denen irgendwie Textmaterial vorliegt, wenn ich es analysieren möchte.
Ich kann Textstellen markieren und mit Text versehen, und das ist dann eigentlich auch schon das, was ich im qualitativen Forschungsprozess mache. Wenn ich Texte analysiere, dann markiere ich die Stellen und annotiere die, und das ist genau das, was die Software macht. Ich kann das ganze Ding auf einem eigenen Server hosten und somit dann irgendwie, wenn ich jetzt eine Projektgruppe habe oder eine Projektgruppe habe mit mehreren Leuten, dann können die alle gleichzeitig auf demselben Ding arbeiten. Das ist ein bisschen einfacher, als wenn ich eine Datenbank aus der Software heraus erstelle und die dann immer irgendwie über 1000 Computer schiebe. Das ist irgendwie keine so eine schöne Lösung. Dann lieber auf einen eigenen Server und da dann, ich glaube sogar in Echtzeit dran arbeiten. Wenn ich dann mit diesem Annotieren fertig bin, was ja so der Kernprozess qualitativer Sozialforschung ist, dann kann ich die Ergebnisse ins CSV-Format exportieren, Excel, DocX, warum auch immer in DocX, also warum das da nötig ist, weiß ich nicht, HTML oder PDF. So, und dann habe ich eigentlich eine Software, mit der ich MaxQDA zumindest in der Kernaufgabe ersetzen kann. Ja, dann etwas, was die Kollegen bei uns in der Abteilung so ein bisschen in den Wahnsinn treibt und mir das Leben ein bisschen leichter macht, das ist Git. Das habe ich jetzt mal mit reingenommen, weil ich damit einmal Versionsverwaltung betreiben kann und auch die Zusammenarbeit versuchen kann, ein bisschen zu managen und verschiedene Ideen zusammenzubringen. Wenn ich es nur lokal einsetze, kann ich von meinen R-Skripten, von meinen LaTeX-Dokumenten, was auch immer, die verschiedenen Stände abspeichern, versionieren. Ich kann zurückgehen zu einem alten Stand, wenn ich feststelle, jetzt habe ich mein R-Skript total verbastelt, dann gehe ich auf den, auf die Version davor zurück und fange dann nochmal auf dem Stand an. Ein so ein Spruch, der bei uns durch die Abteilung fliegt, ist immer Commit Early, Commit Often. Wenn ich das Ganze mit GitLab kombiniere, dann kann ich da auch ein bisschen Projektmanagement betreiben. Das heißt, ich kann To-Dos verteilen an Leute, sogar per E-Mail, die kriegen eine E-Mail und dann wissen sie, sie müssen was tun. Und ich kann auch Probleme irgendwie als Issues markieren und sagen, so, da haben wir irgendwie, da funktioniert ein Analyseschritt noch nicht oder hier haben wir Probleme mit den Daten, das müsste sich mal jemand anschauen. Und wenn ich das dann richtig auf die Spitze treiben möchte, dann baue ich mir einzelne Zweige. Das handhaben wir meistens so, dass wir das nach Personen sortieren. Also ich kriege einen eigenen Branch, dann die Leute, die mit mir da zusammenarbeiten, kriegen einen eigenen Branch und dann spricht man sich ab, wer was macht. Man kann es aber auch thematisch aufteilen, je nachdem, was man braucht. Git selber ist eine Konsolenanwendung, so nutze ich die. Es gibt aber auch grafische Oberflächen. Ja, also wenn ich unter Windows bin, dann gibt es Torches Git. Das ist das, was bei uns am Lehrstuhl eingesetzt wird. Also bei uns ist Git eigentlich so das zentrale Ding, wo mittlerweile alles drin läuft an Projekten. Und wenn ich unter Linux bin und GNOME einsetze, dann habe ich Rabbit VCS als Nautilus-Integration. Und wenn ich, so wie ich, mit KDE unterwegs bin, dann gibt es ein Dolphin-Modul dafür. Das heißt, ich kann das per Mausklick, also ich sehe erstmal, welche Dateien verändert worden sind. Das sind die mit diesem roten Symbol da unten in der Ecke. Und ich kann dann da ganz gemütlich mit der Maus Sachen committen, pushen und pullen. Das ist eigentlich so. Es hat wenig mit, also nicht nur mit Datenanalyse zu tun. Ich habe es jetzt da mal mit reingepackt, sondern ich nutze es eigentlich mittlerweile für alle Schritte des Forschungsprozesses. Womit ich dann schon ganz elegant zur dritten Phase überleiten möchte, nämlich dem Teilen von Wissen. Wir erinnern uns, da haben wir Microsoft und Google Docs so als die beiden großen Pakete und da haben wir einmal LibreOffice. Ich glaube, auch dazu gibt es oder gab es genau in diesen Tagen einen Einsteiger-Workshop oder so. Einmal für Writer, damit kann ich wissenschaftliche Arbeiten schreiben. Ich habe auch da einen Formel-Editor drin, leider nicht LaTeX-kompatibel, das finde ich immer so ein bisschen schade. Ich kann auch damit Formatvorlagen nutzen, ich kann Fußnoten setzen, ich kann es, wie gesagt, mit Zotero verbinden und zitieren damit. Das geht alles. Und ich habe Impress zum Erstellen von Vortragsfolien. Die Folien hier zum Beispiel habe ich seit Ewigkeiten mal wieder mit Impress erstellt. Also normalerweise nutze ich nämlich, das ist für eine brillante Überleitung, LaTeX. Ja, das ist ein Schriftsatzsystem für Publikationen und Präsentationen. Also man kann beides damit machen. Ich kann damit einen Journal-Artikel schreiben, ich kann eine ganze Dissertation damit schreiben. Genau, und es ist im Prinzip eine Auszeichnungssprache, die sich um das Layout kümmert und es mir ermöglicht, mich auf das Schreiben zu fokussieren. Ja, also ich habe mich an meine Masterarbeit, die habe ich noch in Word geschrieben, das war nicht vergnügungssteuerpflichtig, weil da häufiger mit der Formatierung mal ein bisschen was durcheinander gegangen ist. Meine Dissertation habe ich in LaTeX geschrieben und da hatte ich eigentlich nur Schmerzen,
was den Inhalt angeht manchmal, aber nicht, was das Formale angeht, weil das lief alles durch. Ja, das heißt, ich konnte mich aufs Schreiben konzentrieren und das LaTeX hat sich um das ganze Layout und was kommt wohin, was wird wo platziert, gekümmert. Es ist also ideal geeignet, um große Dokumente zu bearbeiten oder Dokumente, wo ich mit komplexeren Formelsätzen als E gleich MC Quadrat zu tun habe. Ja, also wenn ich Gleichungssysteme aufschreiben möchte, wenn ich viele Formeln habe, dann finde ich eigentlich LaTeX, also führt da eigentlich fast kein Weg mehr dran vorbei. Wenn ich Windows einsetze, dann ist es typischerweise MikTeX, also die Distribution, die mir LaTeX auf den Rechner bringt. Hat auch die Möglichkeit, und das ist dann jetzt ein bisschen ins Detail rein, ich kann auch eigene Vorlagen erstellen. Also wenn ich sage, okay, die Artikelvorlage, die mit LaTeX mitgeliefert wird, die ist mir zu rudimentär, ich schreibe mir eine eigene, weil ich immer wieder in denselben Journals publiziere, dann kann ich mir diese Vorlagen in so einen zentralen Ordner packen, den füge ich bei MikTeX hinzu und dann muss ich oben nur noch deklarieren, Document Class Own Article oder wie auch immer ich das Ding nenne, und dann findet er die schon. Das gilt auch für die Literaturdatenbank. Ja, also wir haben eine große BibTeX-Datei am Lehrstuhl, da kommt alles an Literatur rein, was wir jemals benutzen. Und wenn ich darauf zugreifen will, dann kann ich da unten einfach per Bibliography-Befehl unsere Datei ansprechen, die liegt in einem Git-Repository. Das wiederum ist per MikTeX oder TeX-Live eingebunden als sogenanntes Wurzelverzeichnis. Und da muss ich mich um nichts mehr kümmern. So, LaTeX selber ist die Sprache und TeX Studio ist dann eigentlich so die IDE, die ich habe einige ausprobiert, die finde ich eigentlich immer noch am gemütlichsten. Ich kann damit relativ leicht Dokumente debuggen, weil mir hier unten immer gleich ausgespuckt wird, was jetzt wieder nicht funktioniert hat. Und dann kann ich per Mausklick in die entsprechenden Stellen, wo der Fehler vermutet wird, reinspringen. Ja, was weiß ich, ich habe irgendwo vergessen, eine Tabelle zu beenden oder sowas. Da kann ich dann ganz easy reinspringen. Ich habe ein paar Funktionen, die das Leben als Benutzer ein bisschen einfacher machen. Das eine ist das automatische Erstellen von Querverweisen. Das heißt, ich fange an zu tippen, ref, und dann schlägt er mir schon alle möglichen Objekte vor, die ich irgendwie mal mit einem Label versehen habe. Das sind typischerweise sowas wie Abbildungen, sowas wie Tabellen, da kann ich drauf verweisen, oder Literatur. Das scannt er alles automatisch und schlägt es mir direkt vor. Ich kann mathematische Symbole, die jetzt nicht Alpha oder Beta sind, das kann ich mir gerade noch so merken, wie man die schreibt, aber größer gleich kriege ich zum Beispiel wahrscheinlich in meinem Leben nicht mehr in meinen Schädel, wie der LaTeX-Befehl für aussieht. Und dann kann ich eben in entsprechende Symbolleisten reingehen und diese Symbole per Mausklick einfügen. Und ich kann, wenn ich jetzt nicht eine BibTeX-Datei im Hintergrund habe und JabRef im Hintergrund habe, auch die Literaturangaben direkt mit BibTeX in TeX Studio verwalten. Habe ich mir sagen lassen, das habe ich persönlich noch nie ausprobiert. Um das Ganze mal ein bisschen zusammenzufassen, wie kann ich meine ganze proprietäre Software jetzt ersetzen? Für OneNote und Evernote gibt es Zettel. Für Citavi und Co. haben wir Zotero und JabRef, die eigentlich eine sehr gute, teilweise bessere Arbeit leisten. Wir haben im Bereich Datenanalyse den Ersatz für Starter und SAS und RStudio bzw. Python. Wir haben für SPSS-Anwender den seichten Umstieg zu PSPP. Und wer qualitative Sozialforschung betreibt oder irgendwie, ich weiß nicht, haben wir Juristen hier anwesend? Nee, eher nicht. Kann ich verstehen. Da gibt es dann eben Target, falls man denn da irgendwie mal mit mehr Textmaterial zu tun hat. Genau, und wenn ich dann eben Publikationen schreiben möchte, Abschlussarbeiten oder Präsentationen oder Seminarreferate erstellen möchte, dann kann ich zu LibreOffice greifen oder zu LaTeX mit TeX Studio. Abschließendes Fazit. Was jetzt hoffentlich so ein bisschen rübergekommen ist, ist, dass freie Software sowohl auf systemischer als auch individueller Ebene so ein paar Vorteile mit sich bringt, die nicht vernachlässigbar sind. Für die meisten proprietären Programme gibt es gute bzw. sogar bessere freie Alternativen. Aber das gilt auch und das muss ich auch lernen. Also ich habe vor einem Jahr meinen persönlichen Dienstrechner, das ist der hier vorne, komplett auf Linux umgestellt und freie Software. Es gibt noch zwei Closed-Source-Programme auf dem Ding. Aber ich bin keine Insel in meiner Abteilung. Also die meisten benutzen Windows, die benutzen Microsoft Office, die benutzen Citavi und da ich dafür bezahlt werde, Forschungsergebnisse zu liefern, ist man dann auch mal pragmatisch. Ich habe zum Beispiel auch noch eine VirtualBox mit
Windows drauf und einem Microsoft Office, das muss man hier zugeben. Das heißt, vielleicht fängt man erstmal Schritt für Schritt an, sich umzustellen und dann kann man vielleicht ja auch mal den einen oder anderen Kollegen überzeugen, guck dir doch das mal an. Das klappt übrigens bei R erfahrungsgemäß am besten. Also Kollegen anderer Abteilungen sind eher bereit, sich mal auf R und R Studio einzulassen, als jetzt ihre Office-Umgebung umzustellen. Genau, mit dem Fazit, danke für eure Aufmerksamkeit und dann haben wir sogar noch ein bisschen Zeit für Fragen, wenn ich das hier richtig sehe. Auch wenn es schon ein paar Tage her ist, wir haben damals schon sehr intensiv mit Google Docs gearbeitet, weil man darin kollaborativ Arbeiten fertigen konnte. Mhm. Habt ihr diese Anforderung nicht oder wie bildet ihr sie ab? Also, mittlerweile hat die Uni, also ich kann jetzt ja immer nur von meiner Uni ausgehen, hier in Kiel, wir haben mittlerweile eine Nextcloud-Instanz mit 50 GB pro Benutzer. Da gibt es dann auch noch, was ist das? OnlyOffice, glaube ich, was dann da drunter liegt, genau. Wenn wir dann also kollaborativ an Dokumenten arbeiten wollen, können wir entweder das benutzen. Wenn es um LaTeX geht, dann benutzen wir im Moment Overleaf. Das ist jetzt keine freie Software, das ist aber immerhin, das LaTeX-System ist noch frei, aber Overleaf selber ist proprietär und liegt dann dementsprechend auch wieder nicht auf einem eigenen Server, sondern das läuft, wenn ich das richtig gesehen habe, auch auf irgendeinem amerikanischen Server. So. Aber wenn ich da keine Bauchschmerzen habe und andere sind da pragmatischer als ich, das gebe ich gerne zu, dann nutzen die eben Overleaf. Das heißt, um es kurz zu machen, wir haben Overleaf und wir haben Nextcloud. Okay, schon mal ein vernünftiger Ansatz. Wenn ihr noch eine Tool-Empfehlung haben möchtet, das ChaosPad. Das ChaosPad. Das ist eine Möglichkeit, um Textdateien, Markdown-Dateien kollaborativ zu bearbeiten. Denn in der Regel möchtest du ja im Team nicht an irgendwelchen Formatierungen stricken, sondern erstmal Inhalte reinbringen und dafür reicht es aus und wird im Chaos-Umfeld, sprich Chaos Computer Club, sehr gerne und intensiv verwendet. Besten Dank für die Empfehlung. Habe ich auch noch mal was dazu gelernt, das ist schön. Ich war ein bisschen überrascht, dass du sagtest, R hat eine steile Lernkurve, deinem Ein- und Nach. Denn ich habe so erlebt, dass die steile erst später kommt. Also ich hatte anfangs, ich habe mich seit einiger Zeit mit R beschäftigt und am Anfang habe ich immer gedacht, boah, ist ja voll geil, wie einfach das ist. Hm. Und die Erkenntnis, dass R auch zumindest aus meiner Sicht kompliziertere Teile hat und dass da unter der Haube deutlich mehr los ist, kam bei mir erst später. Und dann habe ich gedacht, boah, jetzt wird es irgendwie plötzlich kompliziert. Aber ich hatte so den Eindruck, die Grundlagen in R sind super einfach und eben auch zum Beispiel als Starter kenne ich, aber SAS viel einfacher, war so mein Eindruck. Kannst du dazu noch vielleicht zwei, drei Sätze sagen? Kann ich zwei, drei Sätze zu sagen. Also SAS habe ich zum Beispiel überhaupt keine Erfahrung, das habe ich noch nie in der Hand gehabt tatsächlich, deswegen weiß ich nicht, wie einfach man da reinkommt, aber ich habe mit SPSS angefangen, dann gab es irgendwann Starter an der Uni, wo ich studiert habe und in Starter bin ich persönlich leichter reingekommen. Und den Eindruck, den ich jetzt von den Studenten habe, also seit 8 Jahren habe ich ja nun auch irgendwie Lehre mit, wo ich dann Leuten R beibringen soll. Und wenn ich das dann mal vergleiche mit Kollegen, die denen irgendwann irgendwie Starter beibringen, weil sie in einer anderen Abteilung sitzen, dann tun sie sich mit R und RStudio meistens etwas schwerer. Was ich persönlich, also ich habe mit Beginn meiner Promotionsphase, dann bin ich umgestiegen von Starter auf R. Und ich fand es auch ein bisschen steiler. Im Vergleich zu Starter. Also das sind jetzt Erfahrungswerte, ich habe es natürlich nicht empirisch untersucht. Das wäre mal eine interessante Umfrage, aber ich glaube, da sind die Forschungsgelder immer so rar gesät für solche Nebenprojekte. Ich habe auch Kurse gegeben, jahrelang für Agrarier, Biologen und für unsere internationalen Studiengänge und ich kann das bestätigen. Also das Problem ist, dass die Studis eigentlich nur noch wischen können. Und dass jede Programmiersprache ein absoluter Kulturschock ist. Ja, ist so. Ist einfach so. Und also wir haben einen Kurs über ein Semester und der ist relativ knallhart gewesen, aber am Ende konnten die digitale Karten erstellen, die konnten PDFs erstellen, also Markdown, beziehungsweise den Nachfolger, wo ich den Namen vergessen habe.
Scheiße. Quattro wahrscheinlich. Ne? Quattro, genau. Ja. Und am Ende sind die alle wunschlos glücklich, weil sie halt sehen, wie viel Power dahinter steckt. Aber da würde ich das unterstützen. Die ersten 4-5 Einheiten, das ist ein Kulturschock, egal ja. wie man das sieht. Das, aber es lässt sich auch nicht vermeiden. Ne? Genau, da habe ich nichts hinzuzufügen. Das ist vielleicht kann man den Leuten sagen, glaubt uns, es gibt noch kompliziertere Sachen. Denn also aus meiner Sicht, SAS ist komplizierter. Kann ich, also in SAS ist deutlich älter. In SAS gibt es noch einen Befehl, aus dem man herauf vorlesen kann, dass er früher mal zum Einlesen von Lochkarten drin war. Da. Also da ist noch der Befehl Cards drin für Daten einlesen und das kommt aus der Lochkarten-Ära. Also wenn vielleicht, wenn ihr mit euren Studis da Schwierigkeiten habt, dann sagt denen, glaubt uns, das ist noch nicht das Schlimmste, was wir euch antun könnten. Ja, also erstmal zu den Lochkarten, das ist dann wenigstens eine Rückwärtskompatibilität, die da eingebaut ist. Also das ist ja erstmal nichts Schlechtes. Ne? Und meistens ist es so, wenn ich mit den Studenten fertig bin, aber am Ende des Semesters können sie es dann alle und freuen sich eigentlich dann, wenn die ersten GGplot-Grafiken dann so aufploppen, das sind dann so Erfolgserlebnisse. Ne? Also mir ging es um die ersten 3 Sitzungen, da ist das dann schon Pakete installieren und Pakete laden. Also da ist man dann schon mal 20 Minuten dabei, den Unterschied nochmal deutlich zu machen. Aber meistens klappt es dann doch ganz gut, dass sie ja, recht überzeugt davon sind. Noch weitere. Du hattest auf deiner Einstiegsfolie ein allererstes Zitat gebracht, wenn du mal zurückblättern magst. Namens Goodbye Verifiability. Ich möchte nochmal den Punkt sehr wiederholen, im Sinne von offene Formate und offene Programme ist die einzige Methode, wie wir Forschungsergebnisse langfristig überprüfbar halten können. Wir wissen inzwischen bei so vielen Forschungsergebnissen, dass sie nicht hundertprozentig sauber waren. Wie will man das bei proprietären Formaten, deren Hersteller, deren Tools längst untergegangen sind, irgendwie und wann noch mal prüfen können. Das geht nur mit offenen. Ja, auch da habe ich nichts hinzuzufügen. Das ist so, ja. Ja, vielen Dank. Ich fand dein letztes Zitat eigentlich sehr gut. Also gerade die Notwendigkeit von Open Source, egal in welchem Bereich, ist, glaube ich, unabdingbar. Aber ich glaube, es scheitert dann irgendwann, wenn man dann mit anderen zusammenarbeitet. Ne? Und gerade im Schulischen, an Universitäten oder sobald es dann international oder so wird, dann wird man halt nicht an so klassischen Closed-Software vorbeikommen. Und das ist ja letztlich ein, was einen immer hindert. Ne? Also egal, wie man sich in diese Open-Source-Thematik einarbeitet, irgendwann, sobald es dann nach außen getragen wird, wird es zu Komplikationen kommen. Das ist so eine Realität und ich denke, das wird uns noch lange begleiten. Genau, deswegen war ja das Unterfazit dann, dass man eben sagt, wir machen es Schritt für Schritt. Und wie gesagt, ich persönlich habe jetzt auch keine Bauchschmerzen. Ich habe da noch so ein Windows laufen, da ist dann so ein Office drauf und auch ein Citavi, das habe ich noch. Aber wenn ich ein Projekt leite, dann sehe ich eigentlich immer zu, dass das irgendwie möglichst mit freier Software gehandhabt wird. Genau. Eine kleine Wissensfrage. Oha. Kann GitHub inzwischen eigentlich Binärdateien, also Excel? Also bei GitHub weiß ich es nicht, weil also wir haben halt eine Uni GitLab Leads Instanz, genau. Nee, also das ist zur Versionierung von Binärdateien, zumindest die Git-Version, die wir haben. Ich nehme an, wir haben die neueste. Das ist immer noch so ein bisschen schwierig. Also ich sehe nicht in Git direkt, was habe ich in einem Word-Dokument geändert. Da ist dann das, oder LibreOffice, das ist ja auch, kann ich damit auch nicht, aber dafür gibt es dann ja in diesen Formaten dann diese Tracking, Änderungstracking, ja, dass ich eben nachvollziehen kann, was hat jemand geändert. Genau. Ihr möchtet an dem Moment Git LFS nutzen.
Wesen Service neben Git ist, wo große Binärdateien dran abgelegt werden können, weil es halt bei, oder mal andersrum ausgedrückt, die Word-Formate, OpenOffice-Formate sind ja eigentlich gezippte Dateien. Heißt, in dem Moment, öffnen Sie mal mit dem ZIP. Oder wie, okay, ich höre ganz gespannt zu. Sind gezippte Archive mehrerer Dateien? Heißt, in dem Moment, wo ich einen einzigen Buchstaben ändere, ändert sich das gesamte Archiv. Und wenn du dort nicht einen Importfilter hast, den es meines Wissens nicht gibt, und da dementsprechend hast du recht, musst du die Dateien mit Git LFS einchecken, wo sie dann als tatsächliche Datei gespeichert werden und nicht dem Änderungsmechanismus, wie Git es mit den Diffs erlaubt, abgespeichert werden. Aber die Änderung kann ich mir dann trotzdem erst in Word und Co. anschauen. Ja. Natürlich. Also ich hatte die Frage in die Richtung verstanden. Dass ich die, oder das war bei uns das K.O.-Kriterium. Ja. Man hat viele Daten von außen halt in Excel kriegen. Hm. Und dann hast du verloren. Das kenne ich auch irgendwoher, ja. Tja, Messe gesungen, alle Fragen offen. Dann danke nochmal für die Diskussion. Applaus